Willkommen zu einer neuen Folge von dem Fernbus-Simulator. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wir werden in wenigen Minuten die letzte Bushaltestelle ansteuern, nämlich Erfurt. Also wir werden die Entwickler da besuchen, ne? das verbinde ich irgendwie immer mit Erfurt, ne? So, und ja, wir haben was vergessen. Wir haben tatsächlich was vergessen, nämlich wir müssen den Bus hochpumpen bzw. runterpumpen. Das vergesse ich immer wieder. Ich muss mir, glaube ich, mal einen Zettel machen. Jetzt momentan ist er runtergepumpt. Das heißt, wir müssen ihn eigentlich wieder hochpumpen. ja, müssen wir mal schauen, dass wir die richtige, den richtigen Zeitpunkt dazu finden, dass wir das noch ändern können. Weil momentan können wir hier schlecht anhalten. So, rechts schöne Wäldchen, links die Felder, so kann's gehen. Oder aussehen. ja, ja, so ist das alles. Ja, das neue Update finde ich bisher eigentlich ganz cool, also ich habe noch nichts zu meckern, nicht. Aber ich wollte euch auch noch weiter was zeigen, nämlich das Menü, beziehungsweise vielleicht auch so das Intro mal schauen. Weil im Menü, ne, da werdet ihr wahrscheinlich auch ein bisschen abdancen, weil die Musik, ich weiß nicht, da, die ist schon ziemlich cool. Ich feiere die. Die ist schon ziemlich cool. Oh, hier ist 70. Hier ist 70. So, jetzt ist wieder nichts. Okay. Alles klar, es geht aber hier schnell, ne? So, mal schauen, wie das jetzt ist. Okay, das ist perfekt. Okay. Ja, aber, auf Landstraßen verhält sich der KI-Verkehr doch recht gut, muss ich sagen. Also auf Autobahnen haben wir da immer so ein paar Probleme. Aber hier habe ich eigentlich nicht so zu meckern. Also, das läuft tatsächlich besser. Muss man mal so sagen. Ja genau, was ich euch auch zeigen kann. Und zwar wurden die, ja, nicht freigeschalteten Städte mit einer neuen Grafik so verziert, ne, damit es ein bisschen auffälliger ist. Und kann ich euch gleich auch mal zeigen, beziehungsweise könnte ich, ach komm, ich zeige euch das einfach mal jetzt. Ich habe mal meine, hier, ne, hier kann man das nicht so gut sehen. Okay, dann machen wir das später. Dann machen wir das später, versprochen. Ich habe nämlich immer noch hier die schöne Patch-Notizen-Liste oder die Patch-Notes geöffnet, so kann man es ja sagen. Was auch verändert wurde, ist das Sichtfeld. Da kann man jetzt nur noch zwischen 60 Grad und 90 Grad einstellen. Ich weiß gar nicht, auf wie viel ich es habe. Das muss ich mal nachschauen tatsächlich. Aber ich möchte nicht immer ja, Pause machen und so. Ich weiß, es ist nicht realistisch und so. Deswegen möglichst das vermeiden. Also wenn wir stehen meinetwegen, kann man sich das überlegen. Aber ich denke, so ist das doch eigentlich ganz angenehm, wenn man dann fahren, damit wir das schaffen. Wow, wow, wow. Aber man merkt dann doch schon, also, je schneller man fährt, ne, desto, ja, schwerer ist dann der Bus auch in den Kurven zu lenken. Weil sich das Gewicht natürlich immer so, sag mal, verlagert. Aber die, Fahrgäste sind ziemlich ruhig, muss ich sagen. Also da würde ich wirklich, wirklich sagen, wäre es super cool, wenn man noch so irgendwie so ein leichtes Geblubber hört ab und zu irgendwie. Also, ja, aus dem Bus immer noch da 16. Das ist gar nicht ganz interessant. Ja, muss man mal schauen. Muss man mal schauen, was da noch kommt. Weil es kommen ja noch weitere Updates. Also das habe ich ja schon letzte Folge gesagt. Ich glaube, ich sage es immer wieder. Immer wieder. Ach genau, das wollte ich nochmal ansprechen. Und zwar sind wir momentan an was dran. Und zwar, pass auf, wir beschäftigen uns, sagen wir mal wieder, mit unserem Fan-Merchandise-Shop. Und zwar bei Elbster, also elbster.de. Und ihr wisst ja, da gibt es momentan noch so, ja, so recht normale Dinge. T-Shirts, Cappies, Mauspads, Tassen, beziehungsweise eine Tasse. Und
Hoodies und so. Aber jetzt pass auf. Momentan sind wir am Überlegen, ja, ob wir vielleicht noch so kleine Miniatur, sag mal, Trucks, Traktoren, was noch? Trucks, Traktoren, vielleicht sogar kleine Busse oder so, ob wir das vielleicht mal einführen und dann sogar mit unserem Logo besticken. Da sind wir momentan besticken, ja. Ich sag mal, ne, bekleben, sag ich mal. Also, ne, das wird dann schon vom Profi gemacht, ne. Also, wir machen das jetzt nicht zu Hause hier, zack, BG-Logo dran und so. Nein, also, es wird ja schon recht professionell gemacht. Momentan sind die Kollegen da, ja, von Apps.de am, ja, am Überlegen. Man muss sich da auch Angebote rein und so weiter. Und man kann ja auch sagen, ja, wie groß möchten wir das haben? Das ist halt momentan unser Problem. Ja, wie groß möchten wir es denn haben? Und da wäre es ja eigentlich ganz interessant zu wissen, ja, was möchtet ihr? Also, ist das was für euch? Ich habe von vielen gehört, ja, das, also von vielen nicht, ich habe von einigen gehört, sagen wir so, ja, das wäre ganz cool. Das wurde auch vorgeschlagen von einem Zuschauer und dann bin ich darauf gekommen, da habe ich das mal vorgeschlagen und ja, die sind jetzt tatsächlich am Überlegen. Wir müssen uns halt auch überlegen, was, ja, wie groß sollen die Trucks sein? Wie soll das Ganze aussehen? Und wenn ihr, ja, wie groß soll das sein? Also vielleicht könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr auch Beispiele dafür. Das wäre super nett, weil immerhin, ne, na klar, ja, es kommt jetzt immer blöd, wenn ich sage, ihr müsst es ja kaufen, ne? Sag ich mal, oder ihr könnt es kaufen. Auch das ist ganz wichtig zu sagen, weil, ja. Weil es kostet ja auch immerhin Geld. Muss man ja auch sagen, na klar, ihr unterstützt uns dadurch, das brauchen wir auch nicht zu verbergen. Super nett, und deshalb möchten wir natürlich auch unser Angebot erweitern, weil es gibt auch natürlich einige, die spenden einfach so. Aber, passt auf, Leute, ihr könnt ja, ihr spendet uns ja was, auch wenn ihr was, sag mal, wenn ihr was kauft, ne? Und, ihr bekommt ja auch da was für, also, ihr bekommt sogar was zurück, sag ich mal, ne? Also, bei einer Spende ist es ja so, ihr, spendet uns was, ne? Nur ein Betrag und so. Ja, natürlich, ihr bekommt, sag mal, Videos und so, ne? Aber, nein, aber ihr habt dann wirklich was Handfestes, zum Beispiel, ihr kauft was, wir bekommen ja so eine kleine Provision davon, ist ja sozusagen eine Spende und ihr bekommt dann, sage ich mal, ein T-Shirt oder eine Cappy. Ja, eine Cappy gibt's momentan auch noch nicht, aber auch da sind die Jungs dran und Mädels, ne? Also, ne? Nur das mal kurz anzusprechen. Vielleicht könnt ihr, ja, da mal allgemein so ein Feedback da lassen, was, ja, was, also was interessiert euch so von den Truck-Modellen oder, ne, was allgemein so von Miniatur-Trucks und so, also wie groß möchte das sein? Natürlich werden wir da auch auf Preise achten, sodass es wirklich, ne, qualitativ wirklich gut ist, vom Preis, aber natürlich auch im Rahmen bleibt, im Rahmen sag ich mal nicht, ne, aber, ich meine, nee, es kommt jetzt so. Ich habe gesagt, im Rahmen nicht, ne? Nein. Aber so, dass es, also das Preis-Leistungsverhältnis auf jeden Fall stimmt. Also da achten wir auch drauf. Wir möchten euch jetzt natürlich nicht übers Ohr ziehen oder so. Das machen wir nicht. Weil da habe ich auch schon. War nicht gerade ein Rasthof? Oh, habt ihr das gehört? Weil da achten auch die, ja, die Leute von Elster.de drauf, dass das natürlich auch passt, ist ganz klar. Also wir sind da eigentlich ganz gut in Kontakt und jetzt müssen wir halt ja, entscheiden, was wollen wir genau. Also, und da dachte ich mir mal, komm, ich frage euch einfach mal. Ich frage euch mal, was ihr wollt und stellt euch vor, ihr bekommt so einen kleinen Bus, ne, mit unserem Logo drauf oder ja, wie soll man sagen, so ein Traktor. Nehmen wir mal einen Traktor und da könnt ihr sagen, oder es wird dann so sein, vielleicht. War nicht gerade ein Rasthof? Dass ihr da ein Logo drauf haben könnt. Und stellt euch vor, dann, es wäre,
Ja, Lohnunternehmen, burnandgamers.de. Stellt euch das mal vor. Langsamer, wir fahren rückwärts. Ja, ganz ruhig dahin. Ich raste gleich aus. So. Nee, aber wie gesagt, gerne, sehr gerne sogar Feedback da lassen, ne? Weil wir möchten euch da natürlich auch, ich sag mal, näher kommen, was euch da interessiert, wenn, ganz wichtig, wenn ihr uns unterstützen möchtet, weil es soll immerhin oder weiterhin keine Verpflichtung sein. Das ist nochmal ganz klar. Können Sie mal eine sagen. Pause einlegen? Und, ne? Wir, ja. Wir wissen das sehr zu schätzen, wenn uns jemand etwas spendet. Oder sogar unterstützt allgemein, ne? Zum Beispiel jetzt über apps.de und so. Also wir haben das, wird sehr gut angenommen. Wird sehr, sehr, sehr gut angenommen. Und, wir sind auf jeden Fall damit zufrieden. Aber wir möchten natürlich auch, ja, eure Interessen wissen. Was interessiert euch noch mehr so für Stuff oder so? Interessiert euch vielleicht diese schnell sprechen, ja, ganz ruhig. Diese kleine Miniatur, Truck, sag ich mal, oder LKW. Ihr wisst, was ich meine, ne? So machen wir eigentlich keine Pause. Wir machen gleich Pause, sie steigen gleich aus. Meine Güte, wir schauen mal, wir sind jetzt gleich da. Geht doch. So. Ja, auf jeden Fall, ne? Gerne Feedback da lassen. Wahrscheinlich steht das Thema auch so im Titel, könnte ich mir gut vorstellen. Weil das natürlich ganz interessant ist. Ne? Wir möchten natürlich euer Feedback da wissen. Was euch so interessiert und also wie gesagt, weiterhin, ne, gilt keine Verpflichtung, das zu kaufen. Wir möchten euch nicht drängen oder so, ne, damit das klar ist, weil wir wissen, so ein Thema kann auch falsch aufgenommen war werden. War da nicht gerade ein Rasthof? Nein. Weil da möchten wir auch ganz ehrlich zu euch sein. Ne. Okay. Lassen wir das Thema. An dieser Stelle gerne Feedback da lassen. Ich weiß, die Zeit, ist gleich so gut wie um. Die Folge ist wahrscheinlich wieder zu Ende. Aber, ne. Wir werden natürlich hier noch die Entwickler besuchen. Habe ich ja gesagt, wir sind jetzt in Erfurt. Und jetzt werde ich mal schauen, wo die sind. Ist das vielleicht sogar auf der Karte markiert? Ich weiß es nicht. Mal schauen. So, wir zoomen mal rein. Boah, das liegt ja... Okay. Mal schauen. Was ich gesehen habe, habt ihr... da war... hier Briefpost, da war Altkauf. Interessant. So. Machen wir auch mal Pause? Jo, machen wir gleich. Wir sind gleich da. Wenn sie auf Toilette müssen, die Toilette ist freigeschaltet. Und das WLAN ist auch freigeschaltet. Es ist ein Service hier. Also, ne? Wissen Sie? Auf jeden Fall. Vielen Dank. Und, nochmal, ganz kurz zum Thema, Fan-Merchandise. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. wenn ihr vielleicht sogar gar nicht wisst, was es da überhaupt gibt, weil es kommt immer wieder neu dazu und so weiter. Nochmal das dazu. So. Ja, was haben wir hier? Was kann man sagen? Ist das ein Jeep vor uns? Also ich, ne? Wann kommt der nächste Rastplatz? Nochmal so ein Spruch. Also es geht ja mal gar nicht. So. Wollen wir mal losfahren? Rechts abbiegen. Was auch mal so cool ist, ist mal oder sind diese Sprachnavis, ne? Also wenn die Dame oder der Herr da spricht, das ist schon mal sehr, ich glaube, heutzutage ist das schon, ja, kann man sagen, Standard? Das ist schon ziemlich oft so, dass man mit dem Navi fährt, oder früher hatte man immer noch diese, sollten wir nicht auch eine Pause machen? Diese Karten in der Hand, aber, ne? Wirklich. Heutzutage, das kann man doch so sagen, wie ich finde. Das ist schon ziemlich häufig der Fall. So ist das. Ah. Es ist grün, dann können wir mal fahren.
Also ich glaube, das gibt's so auch noch nicht. Zum Beispiel, ja, also in der Simulation jetzt zum Beispiel so ein Sprachnavi zu haben. Also das wäre noch so ein Feature, das wäre schon echt ein Knaller. Das ist natürlich wahrscheinlich nicht leicht. Gerne mal eine Zigarette rauchen. Fette Dame, jetzt hören wir mal zu. Es ist ein Nichtraucherbus hier. Ne? Ich kann aber gerne die Tür öffnen, weil da hinten ist nämlich die Haltestelle. Können Sie da hingehen? Ne? Vielleicht tut Ihnen dann, ja, frische Luft ganz gut. Alles klar. Oh Gott. Ich glaube, es ist nicht gut für mich, dass ich kann man das eigentlich deaktivieren? Bestimmt, ne? Dass sie hier blubbern. Kann man den Ton einfach mal ausstellen? Nein. Es ist echt cool, also ich feiere es einfach. Das ist super, super, super cool gemacht. Wann kommt der nächste Rastplatz? In wenigen Sekunden. Ja, wo ist denn jetzt hier? Wo sind die TML-Studios? Ich bin schon gespannt. So. Oh mein Gott, scheint zu hart. Wir haben etwas überfahren. Ja. Es wäre jetzt auch cool, wenn sich ein anderer Passagier einmischen würde, ne? Natürlich auf meine Seite so. Okay. Da kann sich die Bahn echt mal ein Beispiel nehmen. Danke. Das wollte ich hören. Hallo. So. Rückwärtsgang wollte ich jetzt eigentlich nicht einschalten. Machen wir wieder neutral. Gut. Sollten wir nicht auch eine Pause machen? Ja, es ist doch jetzt alles in Ordnung, oder? So, steigen wir mal aus und schauen. Vielleicht sogar, komm, machen wir noch. Zündung lassen wir an. So. So, mal schauen. Ja, dann wünsche ich Ihnen eine, schöne Heimreise. Ne? Oder Heimreise nicht, sondern, ne, vielleicht, sind Sie auch hier zu Besuch. Was auch immer. Aber der Kollege wird Sie dann auch gerne wieder abholen, ne? Aber bitte nicht so, ja, viel rummeckern. Vielen Dank. Viel Verständnis. Gut, ist denn alles leer hier? Koffer. Oh, da sind noch ein paar Koffer drin. Haben da welche? Sollten wir nicht auch eine Pause machen? Ja, das ist natürlich nicht normal jetzt, ne? Machen wir mal jetzt Escape. Und zwar gehen wir auf Ausloggen. Und dann schauen wir mal, was heute die Statistik so bringt. Ich bin gespannt. Und das Ganze sieht doch schon mal eigentlich ganz grün aus. Fahrgäste transportiert 84. Hä? 32 plus 10. Okay. Verkaufte Tickets 3. Und nur, warum haben wir da jetzt keine? Ich weiß gar nicht, ob wir da irgendwas verkauft haben. Das ist schon ein bisschen länger her. Okay. Halt schnell angefahren. Haltestelle angefahren. Moment mal, kann es sein? Da fällt mir gerade was ein. Ich muss mal. Ich mache mal ganz kurz einen Screenshot. Das könnte natürlich jetzt. Ich sag mal, auffallen. Gut. Weil Haltestelle angefahren. 1 von 5. Ich habe zwischenzeitlich gespeichert. Habe dann am nächsten Tag weitergemacht. Oder beziehungsweise später. Also. Muss man mal schauen, ob da vielleicht sogar ein Bug drin ist. Ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Fahrplanmäßige Abfall. Okay, das funktioniert noch nicht. Überpünktlichkeit. Sehr, sehr gut. Das ist gut. 100%. Oh, Leute. 100%. Klimaanlage 88%. Ansage abgespielt. 1 von 4. Okay, das bedeutet, wir müssen tatsächlich, okay, das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte, das geht doch nicht. Aber das ist so, dass wir immer die Ansage abspielen müssen. Also, wenn wir Fahrgäste reingepackt haben. Alles klar. Unfälle minus 4. Alles klar. EP, also Erfahrungspunkte. Das Ganze sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben keine Passanten verletzt. Oh, Bordstein mit. Ja, minus 1. Da haben wir nochmal Sicherheitsabstand. Ich ärgere minus 17. Uiuiui. Okay, das ist natürlich nicht so schön. Das ist nicht so schön. Aber ich denke, da kann man doch, zufrieden sein. Und,
Da würde ich sagen, wir, ja, komm, wir beenden die Folge. Möchtest du sie? Ja, möchten wir verlassen? Dann könnt. Da ist er, der Ladebildschirm, ne? Und gleich beginnt's, nämlich die Musik. Pass auf. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Dann beenden wir nämlich die Folge im Hauptmenü. Vielleicht haben wir. Ja? Geil, ne? Richtig geil. So. Stufe 3. Sind wir professionell. Das ist sehr schön. Also, ne, waren wir schon vorher, aber. Ich wollte das nochmal einmal öffnen. Radius 400 Kilometer. Oh, ich könnte jetzt hier nochmal 5 Minuten bleiben. Also. Aber das können wir uns ja nochmal nächste Folge anschauen. Da wollte ich vielleicht sogar, ja, wie gesagt, vom Intro aus starten. Aber, ihr seht, erster Eindruck vom Menü, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Hat sich natürlich, ja, mal einiges getan, was die Optik angeht. Natürlich Hintergrund, Musik, rechts dieses Grüne, dieses, ja, ne. Ist nicht mehr so, so trist, so traurig. Auf jeden Fall. Na, wollen wir aufhören? Ja, gut. Wie gesagt, bezüglich Fan-Merchandising gerne ein Feedback da lassen. Ja, wie euch dieses Update gefällt, gerne Feedback da lassen. Allgemein immer gerne Feedback da lassen. Ja, vielen Dank nochmal, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Ciao.